ins Fliessen kann und reinigen. Nimmst du einen tiefen Atemzug. Schaust, dass dein Körper bequem ist, vielleicht aufrecht, vielleicht so in der Kutscherhaltung, so wie es für dich einfach gerade stimmt im Moment. Dann nimmst du nochmal einen tiefen Atemzug, kommst so ganz bewusst in deinem Körper an. Und wenn du willst, kannst du dir einen Bach vorstellen. Das kann so ein Bach sein, wie ich jetzt hier gerade dran bin. Das ist ein Bach, der so in Windungen durch die Wiesen durchfließt. Da hat es Bäume und Äste, die das Wasser berühren. Vielleicht glitzert das Wasser in der Sonne. Wie immer auch dein Bach aussieht. Vielleicht ist es eher ein Hochgebirgsbach. Mit ganz klarem, grün-weissem Wasser und weissen Felsen. Stell dir jetzt einfach deinen Bach vor, der für dich im Moment am besten stimmt. Und vielleicht hörst du es plätschern. Vielleicht spürst du die Kühle vom Wasser. Und vielleicht spürst du andere Qualitäten vom Bach. Oder jetzt ganz spontan einfällt, wo dich stärkt. Es könnte zum Beispiel das Fliessen, das unterstützt zum Loslassen. Das Fliessen, das hilft, Klarheit überzukommen. Das Kraftdanken vom Wasser. Schau einfach, was für dich so ganz spontan kommt. Und lass es auf dich wirken. Und vielleicht fangen deine Gedanken an zu fliessen. Auch das ist gut. Und das Wasser hat hier eine besondere Qualität vom Anpassen, von der Weichheit. Wasser kann Sachen aufnehmen, integrieren. Und Wasser hat die Fähigkeit, wenn da ein Hindernis ist, ein Fels ist, was immer da ist, dann fließt es einfach rundum. Es teilt sich, es fließt um den Felsen herum und kommt wieder zusammen. Und so hat das Wasser eine grosse Weichheit, eine Anpassungsfähigkeit, eine Integrationsfähigkeit. Das Wasser steht hier so als Symbol für das Weibliche, für weibliche Persönlichkeitsmerkmale, von der Weichheit, vom Anpassen. Und das Wasser ist nicht nur gerade weich, sondern mit der Zeit löst das Wasser oder der härteste Fels auf. Und so kann dir auch bewusst werden, dass du vielleicht manchmal mit Weichheit, vielleicht auch mit Nachgiebigkeit, dauerhaft besser fährst als mit Härte. Und vielleicht gibt es im Moment das eine oder andere Hindernis in deinem Leben, mit dem du schon länger kämpfst. Und für das sich noch keine wirkliche Lösung gezeigt hat.
Es kann irgendetwas Grösseres sein. Aber es kann auch so eine kleine Alltagsschwierigkeit sein. Dann stell dir jetzt vor, dein Bach umfließt das. So wie das Wasser um einen Felsen umfließt. Der Fels ist kein Hindernis fürs Fliessen vom Bach. Sondern der Bach passt sich einfach geschickt an. Er umfließt geschickt das Hindernis. Integriert sie seinen Wasserlauf. Stell dir dein Hindernis, das du im Moment herrscht, in deinem Wasserlauf vor. Und wie das Wasser rundum geht, drüber geht, drunter geht. Und schau, was dein Unterbewusstsein dir jetzt sagt. Vielleicht kommt eine Idee, vielleicht kommt ein Bild, vielleicht kommt eine Ahnung. Und jetzt lass das Wasser auch noch durch die Dore fliessen. Stell dir das kühlende Wasser oder das feinwarme Wasser vor, das durch die Dore fliesst. Es reinigt dich, schwemmt Schlacken und Blockade auf der körperlichen Ebene und auf der energetischen Ebene. Aus den Gedanken und aus der emotionalen Ebene einfach weg. Lass es einfach durch dich durchfliessen. Nimm wahr, wie das Wasser alles wegschwemmt, was du nicht mehr brauchst, was dich belastet, was dich blockiert. Alles wird gereinigt. Auf der Körperebene, auf der emotionalen Ebene, auf der Energieebene. Und vielleicht jetzt schon oder mit der Zeit spürst, wie du leichter wirst, wie du durchlässiger wirst, wie du klar wirst und rein, so wie dein Bach. Und du lässt den Bach weiterfliessen durch dich durch. Und lass alles, was so kommt, mit dem Fliessen. Schau einfach alles an, was so auftaucht, an Gedanken, an Emotionen, an Empfindungen. Und lass den Bach mittragen. Alles fließt einfach weiter. Lasst all das los, was im Moment bereit ist zum Loslassen. Gib sie alle am Bach mit. Lass sie weitertragen. Und zurück bleibt Klarheit. Ein sauberer Bach. Zurück bleibt vielleicht Ruhe. Gelassenheit. Zuversicht. Bei dir sein.